Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, ich bin Psychologe, hier mein Kanal rund um Dating, Beziehung und Liebe, mein neues Buch, Neue Dimension der Liebe. Und heute finde ich eine sehr spannende Mail. Es geht um, meiner Ansicht nach, um zumindest mutmaßlich Empathieprobleme des Partners, die vielleicht erstmal so gar nicht ersichtlich sind, aber Dating sehr stören können, sag ich mal. Und ja. Nur schüchtern oder bindungsängstlich? Lieber Christian, ich folge dir schon seit ein paar Jahren auf deinem YouTube-Channel und finde die Haltung, die du vertrittst, sehr hilfreich. Ich habe auch schon einige deiner Kurse gemacht und glaube mich dadurch wirklich verändert zu haben. Findest du auf liebeschip.de. Und andere Partner anzuziehen. Ich bin ein Jeskola in den 30ern und habe eine Tochter, die im Wechselmodell bei mir und ihrem Vater lebt. Nach längerer Pause habe ich wieder mit dem Internet-Dating angefangen und einen netten Mann über Bumble kennengelernt. Erst in den 30ern, wir daten seit 2,5 Monaten. Die ersten Dates waren sehr schön und wir hatten eine gute Zeit miteinander. Es war ruhig und ich konnte keine roten Flaggen entdecken. Auf meine Frage, nachdem wir Indoor-Olympics hatten, ob wir exklusiv daten, hat er zugestimmt. Das Gefühl, dass wir wirklich zusammen sind, stellte sich bei mir aber erst nach und nach ein. Ich habe nicht wie in früheren Beziehungen das Gefühl der Schockverliebtheit, sondern habe ihn in letzter Zeit auch oft noch als fremd wahrgenommen und gewöhne mich langsam an ihn. Ich glaube, dass ich erst lernen muss, wie es ist, sich zu verlieben und sich nicht von jemandem co-abhängig zu machen. Ja, sehr gute Einstellung, sehr gute Gedanken. Die ersten Wochen haben wir uns einmal die Woche getroffen, wie du es auch redest, langsam eine Beziehung starten. Es hat mich anfangs ziemlich verunsichert, dass von ihm keine oder kaum Versuche unternommen wurden, körperliche Nähe aufzubauen. Ja, das ist auch nicht so. Es gefällt den Frauen nicht und auch aus Gründen. Also natürlich, ja, man sollte natürlich jetzt nicht zu sehr da jetzt so einen Selbstwert dran knüpfen. Aber ja, schon irrittierend, wo man weiß, dass Männer da vielleicht mal ein bisschen schneller sind und visuelle Wesen sind und ja, kann ich verstehen, ne? Erst beim vierten Date kam es zum ersten Kuss, als wir beim Spaziergang nebeneinander saßen und er sich an mich angekuschelt und ich mich an ihn angekuschelt und ihm lange in die Augen geschaut hatte. Es fehlt ja nur noch, dass du auf deine Stirn schreibst, ja, du darfst mich jetzt küssen. Aber gut, manche Männer sind so, ne? Ich wollte, dass dieser Schritt auf jeden Fall von ihm kommt. Ja, hast du gut gemacht, sehr gut. Vor diesem Date war ich sehr aufgeregt, da ich unbedingt wollte, dass er mich küsst, der Kuss aber nicht von mir ausgehen sollte. Zum Glück hatte er die Signale verstanden. Er hat auch schon in seinem Profil geschrieben, dass er sehr schüchtern ist. Und ich habe das als Erklärung dafür hingenommen, dass er sehr vorsichtig ist. Also, wie gesagt, ich sage es ungern nochmal wieder, aber was Leute sagen und schreiben, hat überhaupt keine Bedeutung. Es führt einfach, also gerade, wenn man Menschen nicht kennt, dann sollte man sich einfach auf Fakten konzentrieren. Fakten, 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 Fakten. Also man kann 1000 Sachen in seinem Profil schreiben. Ich meine, wie schlecht die Selbstwahrnehmung von Menschen ist, wissen wir ja. Und du machst halt deine eigene Detektivarbeit, sag ich mal da, ne? Er hat anfangs immer nach den Dates gefragt, meist aber keinen konkreten Vorschlag für eine Aktivität gemacht, was ich auf seine Schüchternheit bezogen habe. Du sagst es bestimmt, mangelnde Polarität. Ja, stimmt. Und ich erwische mich dabei, wie ich denke, dass wir uns erstmal besser kennen. Dann kommt er aus sich heraus. Ja, natürlich entwickelt sich eine Beziehung, aber gerade am Anfang soll es meiner Ansicht nach möglichst gar keine Zweifel geben. Die kommen schon noch früh genug und ja, ist immer das Problem von vielen Menschen, dass sie immer das Potenzial daten, ne? Also was könnte aus jemandem noch rauskommen, aber das hier und jetzt halt nicht so befriedigend ist, ne? Jetzt sind wir an einem Punkt, an dem ich ihn gerne öfters sehen würde. Wir haben bis heute nur 2 Wochen in Tagen miteinander verbracht. Wie jetzt in 2 Monaten oder was? Das ist echt super wenig. Andere Treffen waren unter der Woche. Ach so, okay. Ich habe eine Tochter, die jedes zweite Wochenende bei mir ist. Dadurch fallen zurzeit einige Wochenenden für ein Treffen aus. Wir haben uns auch schon darüber unterhalten, wie ich mir ein Kennenlernen vorstelle. Das können wir aus Termingründen meinerseits aber erst in 4 Wochen angehen. Ja, würde ich mir jetzt auch keinen Stress machen lassen. Ich entdecke, dass bei mir alte Beziehungsthemen hochkommen. Ich habe mir zum Beispiel unglaublich schwer damit getan, ihn daraufhin anzusprechen, dass ich mir in einer Beziehung vorstelle, dass wir uns mindestens einmal unter der Woche und einmal am Wochenende treffen. Good job. Standards ansprechen. Sehr gut.
Auf die Frage, wie er sich das vorstellt, sagte er, dass er mich möglichst oft sehen möchte. Ja, wie gesagt, das ist eine Aussage, aber was heißt es denn jetzt? Was heißt es? Ja, ich möchte dich möglichst oft sehen, aber leider habe ich jeden Tag eine Skatrunde. Aber natürlich möchte ich dich möglichst oft sehen. Das geht aber leider nicht, weil ich in Timbuktu wohne. Und ja, was sind die Taten? Taten, Fakten, 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 ne? Alles andere ist uninteressant. Ja, das kommt jetzt nämlich auch. Gleichzeitig plant er aber Samstagabende ohne mich und fragt mich auch nicht zum gemeinsamen Spieleabend mit Freunden, finde ich ganz ehrlich big fucking red flag. Das ist jetzt eine krasse Wendung, nachdem es ja eigentlich so scheint, es läuft ganz gut. So. Aber sorry, Samstagabend ist Dateabend und natürlich kann man aber Freunde sehen und natürlich kann man auch mal was ohne einen Partner machen. Aber dass man so grundsätzlich nicht eingeplant wird. Also ist meiner Ansicht nach hat der hier ein Empathieproblem. Ich glaube, er macht das gar nicht absichtlich. Ich glaube, er rafft das wirklich nicht. Also er sagt dann, nee, da kann ich nicht. Kannst auch nicht dazu kommen, weil, keine Ahnung, die haben nur 4 Stühle da und keine Ahnung, da ist eine DNA-Sperre an der Tür, da kommen nur Männer rein. Naja, gucken wir mal weiter. Auf Nachfrage sagte er, dass man das Spiel nur zu viert spielen kann. Ja, das ist mangelnde Empathie meiner Ansicht nach. Könnt ihr mal kommentieren, wie ihr das seht. Aber also sicherlich könnte man das Spiel auch zu 5 spielen. Was weiß ich, selbst wenn das jetzt irgendein Spiel ist, wo es glaube ich wenige gibt, wo man nicht mal, wo es nicht zu 5 geht oder wo man nicht, Skat kann man ja auch zu 5 spielen, dann setzt eben alle 2 Runden jemand aus irgendwie und oder ihr spielt halt eine Spielfigur. Wenn das jetzt so ein abstruses Spiel ist, was wirklich nur so geht und den ganzen Abend geht, aber dass es nicht geht, das ist ein Irrsinn. Aber das ist, glaube ich, mangelnde Empathie, ne? Die Aussage über seine Wochenendplanung hat mich jedoch getriggert. Das triggert mich ja schon beim Lesen. Ey. Er erzählte von seinen Plänen für das nächste bei mir kinderfreie Wochenende. Er wollte mit seinen Arbeitskollegen etwas unternehmen. Ja, vielleicht ist es auch, dass er einfach nicht so beziehungserfahren fähig ist. Vielleicht ist es Bindungsangst, vielleicht ist es was. Es gibt ja auch Menschen, die einfach so in sich kühl sind. Aber ganz ehrlich, natürlich bist du darauf angewiesen, dass dein Freund, der sogar die Ehre hat, vielleicht irgendwann ein Kind kennenzulernen, dass er sich auch bemüht und natürlich ja seine Kumpels doch trifft, wenn du die Kinder hast. Das ist doch völlig logisch. Eieieiei. Also ich hätte da keinen Bock drauf, sag ich ganz ehrlich. Er wollte mit seinen Arbeitskollegen was unternehmen. Ich sagte ihm, dass mich diese Aussage triggert und Angst habe, dass ich wieder in eine Beziehung komme und die sehr dünn bleibt. Ja, du suchst das Gespräch. Alles gut. Das ist das Einzige, was man machen kann. Ich erzählte ihm knapp davon, dass ich in der Vergangenheit Beziehungen hatte, die mir nicht gut getan haben. Er ist sehr unsicher, weil er eine Beziehung seiner Aussage nach eine große Veränderung für ihn darstellt. Ja, scheinbar gehört er zu den Menschen, die für die Beziehung nicht so einen hohen Stellenwert hat. Ist ja auch schön für ihn. Also darf er auch, ne? Aber dann soll er bitte nicht sagen, ich möchte dich möglichst oft sehen. Das macht einfach keinen fucking Sinn irgendwie, ne? Dann soll er einfach sagen, und das sagt er ja auch zunehmend, ja, hallo, hier kommt eine Krümelbeziehung. Ich sag's dir schon mal. Nicht, dass du so viele Ansprüche hast an mich. Ne? Er erzählte mir auf einem der ersten Dates, als ich nach vergangenen Beziehungen fragte, dass er vor einem halben Jahr eine halbjährige Beziehung zu Ende ging. Er wurde wohl geghostet. Ja, ich meine, was Menschen immer sagen. Also vielleicht hatte die Frau einfach nach einem halben Jahr die Schnauze voll von ihm und hat dann gesagt, das war's und sich nicht mehr gemeldet und jetzt wurde er geghostet. Wie gesagt, was Menschen erzählen, wie Beziehungen auseinandergehen, was die Realität ist, beziehungsweise ob es eine Realität überhaupt gibt. Ah, Gott. Davor gab es wohl mal eine Beziehung, die 1,5 Jahre andauerte. Es stellt sich auch heraus, dass es ihm peinlich war zuzugeben, dass er keine längere Beziehung hatte. Wie gesagt, das jetzt nochmal, weil das immer so oft falsch verstanden wird, dass es jetzt, ich weiß, dass viele immer in meinem Programm sind, die ganz lange Single waren.
Aber die in meinem Programm sind, die arbeiten ja auch an sich, ne? Aber jetzt jemanden zu daten, der so maximal mal ein Jahr Beziehung hatte und 39 ist, wo du selber auch noch an deinem Liebeschip rumbastest, halte ich für sehr riskant und gewagt. Und was soll dabei rauskommen, ne? Und vielleicht gibt es ja auch Gründe, dass sich diese Menschen immer getrennt haben. Auch von ihm vielleicht, ne? Vielleicht hat er auch nach einem halben Jahr, das ist ja diese typische Zeitdauer, nach einem halben Jahr einfach, weiß ich nicht, vielleicht verliebt er sich einfach nicht richtig, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, und dann ist nach einem halben Jahr ist der Drive raus und dann fällt alles auseinander, ne? Aber es ist jetzt kein, sag ich mal, von der Aktenlage keine gute Geschichte, ne? Es stellt sich heraus, dass es ihm peinlich war, zuzugeben, dass er keine längere Beziehung hatte. Er hat mir das als Notlüge aufgetischt. Ja. Also, sagen wir nochmal ehrlich, er hat dich einfach knallhart angelogen. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt eine Notlüge ist, weiß ich nicht. Also, jetzt lass dich mal nicht so auf seine Storys da ein. Also, er hat dich einfach angelogen. Fertig. Die halbjährige Beziehung war die einzige Beziehung, die er bis jetzt als 39-jähriger Mann hatte. Ach so, das ist, oh Gott, ey. Also ich lasse ja gerne mit mir reden, also wenn Leute jetzt 2-, 3-jährige Beziehungen hatten. Aber ganz ehrlich, nicht mehr als ein halbes Jahr, wo wir genau wissen, das halbe Jahr ist sowieso das Einfachste. Also. Und jetzt, wenn man schon auch sieht, wo die Ecken und Kanten sind bei ihm, da kann man sich auch denken, woran das wohl immer lag. Vielleicht, weil er einfach nie Zeit hatte. Und ein bisschen Empathieproblem hat vielleicht. Ich frage ja nur. Das hat mich ganz schön schockiert, da ich mir das kaum vorstellen konnte. Er ist ein angenehmer Typ und scheint auch im Bett nicht gänzlich unerfahren zu sein. Ja, also wenn man immer eine kurze Beziehung hat, ist ja auch eine Menge Zeit, um Erfahrung zu sammeln. Für mich ist das so ein typischer Kandidat von Dating-Apps. Sorry, ich muss das einfach sagen. Ich weiß, ich könnt ja alle so viel Online-Dating machen, wie ihr wollt, aber dieser typische Scheiß, Leute, die dann ja in Kurzbeziehungen gehen oder kurze Treffen, Affären, mach auch für den Moment exklusiv sein und dann geht's weiter, ne? Und das Leben finden, aber eigentlich nur, um ja, bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen, darf er ja auch. Und wenn er jetzt diese Notlüge nicht auf, also ist ja keine Notlüge, wenn er diese Lüge nicht aufgetischt hätte, könnte man ja auch sagen, fair enough, er hat dir das alles gesagt und du kannst ja deine Entscheidung darauf treffen, aber so, ja. Seine Begründung war, dass er einfach einmal zu schüchtern war, Frauen anzusprechen. Ja, was hat denn das, was ist denn das für eine Begründung, dass man dann nur ein halbes Jahr in der Beziehung bleibt? Das verstehe ich jetzt nicht. Oder will er jetzt auch sagen, er hat nie jemand gedatet? Okay, dann wird es passen. Aber das weiß ich nicht. Also manchmal kommen, kommen manchmal durchaus zurecht, auch Menschen, die so inaktiv sind, weil die manchmal dann die Frauen dazu bringen, dass die Frauen so die Initiative übernehmen, vielleicht sieht er auch gut aus und so, und aber so bauchgefühlmäßig habe ich da irgendwie, ich weiß nicht, könnt ihr mal schreiben, was ihr so denkt. Ist er wirklich nur schüchtern und unerfahren in Beziehung oder bindungsvermeidend? Ja, also ich weiß es nicht, aber wenn er auf dich irgendwie in Indoor Olympics erfahren wirkt und alles. Aber es scheint mir schon sehr bindungsvermeidend zu sein, ja. Und wie manche Bindungsvermeider, nicht alle, hat er halt ein Empathieproblem, ne? Ich bin zumindest stolz auf mich, dass ich ihm heute gesagt habe, dass ich mich nicht mehr mit einer dünnen Beziehung zufrieden gebe. Ja, dann lass auch notfalls Taten folgen, ne? Sonst sind es halt auch nur Worte, ne? Und es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie es mit uns weitergeht. Entweder er möchte auch eine engere Beziehung mit mir und es geht mit uns weiter, oder er erkennt, dass er doch etwas Lockeres braucht, oder er erkennt, dass er eine engere Beziehung haben möchte, aber vielleicht nicht mit mir. Ja, also ob der das jetzt so der Typ ist, der sich so selbst reflektiert, weiß ich nicht. Aber gut, dass du es sagst. Aber da, wenn er jetzt sagt, ja, er macht eins von den dreien, das sollte dann aber auch in Echtzeit passieren und nicht irgendwann 2087, ne? Da würde ich echt weiter Druck machen und oder am Drücker bleiben und da immer wieder so, wie sieht's aus? Weil dann verschwendest du einfach nicht so viel Zeit, ne?
Ich bin froh, dass ich ehrlich war und über meine Gefühle und Bedürfnisse gesprochen habe. Zum Abschied hat er mich direkt für unseren Dating-Freitag gefragt. Das hat mich etwas beruhigt. Ich dachte schon, vielleicht sehe ich ihn das letzte Mal. Ja, also ich würde ihm jetzt auch noch ein bisschen Zeit geben, dass er das erstmal verarbeiten kann. Und dann musst du halt gucken, ne? Aber nicht zu viel, ne? Will ihm auch gleichzeitig Zeit geben, bin ich da schon wieder so sehr im Pluspol. Also das muss letztlich du wissen. Also in meinem Leben war das so, dass ich immer strenger geworden bin und dann auch mal wieder weniger streng, aber so von der Grundtendenz her habe ich so eine Entwicklung von so ein dickes Ding und kein Bock mehr. Aber ich weiß ja nicht, ob das für jeden so das Richtige ist. Also ich würde, glaube ich, an der Stelle nicht mehr viel Zeit geben, vielleicht einen Monat oder so, dann würde ich gerne eine Veränderung sehen wollen und aber ich glaube für mich aus heutiger Sicht würden diese Empathieprobleme wären für mich glaube ich ein Dealbreaker, aber das muss für dich jetzt nicht sein, ne? Weil das kannst du ja auch nicht so schnell eben abstellen und wenn er das normal findet, also das ist schon sehr konfrontierend, ne? So kannst du hier nicht kommen, weil wir nur vier Stühle haben, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ne? Weil die Luft zum Atmen nicht reicht für eine fünfte Person. Und dann, ja, leider kann ich dann, wenn du Zeit hast, weiß ich nicht, muss ich leider Hallenheimer spielen mit meinen Kumpels. Mich erinnert das sehr an meine gruseligen Beziehungserfahrung, wo dann Leute immer nie Zeit hatten. Aber heute habe ich da meinen Frieden mitgemacht, weil ich auch verstanden habe, dass das bestimmte Themen, die ich hatte eben aus meiner Kindheit, dass ich die einfach nochmal nachgespielt habe, deswegen mich da auch ja, mit den meisten Sachen, die in meinem Leben passiert sind, so im Frieden, weil ich auch gesehen habe, dass ich das auch inszeniert habe irgendwo, aber machen würde ich es deswegen nicht nochmal. ich habe echt wieder Angst, an jemanden zu geraten, der mir nicht gut tut, will ihm aber gleichzeitig auch Zeit geben, ich bin jetzt im Pluspol. Würdest du an meiner Stelle einem schüchternen Mann eine Chance geben? Das Problem ist nicht die Schüchternheit. Ihr könnt gerne schüchterne Männer daten, überhaupt kein Problem. Das Problem sind, glaube ich, andere Sachen. Vielleicht habe ich Glück und meine E-Mails landen in einem deiner Videos. Boah, scheint zu klappen. Liebe Grüße an Jeskolowotschkolalov. Alles klar. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.